Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder einen Jahresrückblick, so wie jedes Jahr. Und somit ist es auch das letzte Video in 2023. Ich kann nur sagen, dieses Jahr war von vorne bis hinten eine Achterbahnfahrt. Und deswegen, ich habe mir dieses Mal tatsächlich sogar Notizen gemacht, nicht so wie sonst. Aber auch die sind komplett durcheinander. Also, wenn das hier keinen Sinn ergibt, macht doch keine Gedanken. Ich habe mir Mühe gegeben, das hier alles ein bisschen hübsch zu machen, ja. Ich fange einfach mal an. Aber das erste Große, was jetzt irgendwie so anstand, war tatsächlich, dass ich endlich meinen Führerschein bestanden habe. Ich habe ja letztendlich 4-mal die Praxisprüfung machen müssen und habe dann endlich dieses Jahr bestanden. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Daraus resultierte dann auch mein erstes Auto und kann ich sagen, aber ich liebe mein Auto so sehr. Also dafür, dass ich meinen Führerschein ja ursprünglich gar nicht machen wollte und so. Ich bin schon zufrieden damit und es ist schon sehr viel entspannter für eine angstgestörte Person, Auto zu fahren, als immer zwischen 3 Millionen Menschen sitzen zu müssen. Und dann ist 10 Jahre Verspätung und Ausfall und weiß ich nicht, also das ist schon nice. Ja, ich werde halt auch immer so Privates und YouTube-bezogenes so ein bisschen mischen hier. Denn das erste Video auf diesem Kanal in 2023 war die 100 Baby Challenge. Und Leute, ich weiß ja nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber wir haben dieses Projekt abgeschlossen. Crazy ist, weil es uns einfach 4 Jahre begleitet hat. Wenn irgendjemand von euch schon so lange dabei ist, dass er Part 1 damals, als es rauskam, gesehen hat schon, ja? Seid ihr bescheuert? Nein. Aber das ist einfach heftig. Also es war auch wirklich komisch, als das Projekt dann geendet ist, weil es war halt so lange Teil des Kanals und es war ja immer auch ein Herzensprojekt und ich bin so froh, dass es auch so gut ankam und permanent gut lief, selbst wenn da Parts zwischen waren, wo die Technik nicht mitgespielt hat, wenn da Parts waren, wo einfach fast nichts passiert ist. Trotzdem blieb es sehr konstant, dass Leute sich das angesehen haben und das bedeutet mir so, so viel. Und außerdem finde ich es krass, dass ich diese Challenge abgeschlossen habe. Es war zwischendurch schon sehr anstrengend. Dann habe ich ja mein Fachabitur abgeschlossen. Da habe ich ja hin und wieder auch ein bisschen was erzählt in Speedbuilds und so. Sonst komme ich ja gar nicht so dazu, über mich zu reden. Aber Speedbuilds sind ja prädestiniert dafür, das wie ein Podcast zu benutzen. Ich habe letztendlich sogar mit 1,6 bestanden. Also da muss ich mal ein bisschen flexen, Leute. Nee, ich habe das nicht erwartet. Also es war schon krass für mich. Dann habe ich mir aufgeschrieben, mein Lieblingsvideo aus diesem Jahr von mir selber ist das Sims-Quiz, das ich mit meinem Freund gemacht habe. Das kam auch bei euch sehr gut an, obwohl ihr alle der Meinung wart, dass es doch für einen Anfänger wahrscheinlich schon ziemlich schwer war. Aber man muss ja letztendlich auch sagen, ich erzähle ihm ja auch viel und auch Lore, die ein bisschen tiefergehend ist. Deswegen, daran gesehen ist es vielleicht okay, aber ich kann auf jeden Fall die Kritik nachvollziehen. Es ist mal geplant gewesen, dass er vielleicht ein Quiz für mich erstellt, aber dazu ist es bisher nicht gekommen. Ich mache da jetzt aber auch keinen Stress, aber ich kann verstehen, dass sowas gut ankommt, weil ich schaue sowas auch gerne. Müssen wir mal schauen, ob wir sowas nochmal machen können. Aber ich muss sagen, es gibt einige Videos, die ich sehr, sehr cool fand. Also generell, ich hatte durchweg in jedem Video, glaube ich, Spaß, was wichtig ist, meiner Meinung nach. Und das ist jetzt nicht immer so gewesen. Deswegen freue ich mich, dass dieses Jahr anscheinend mit Videos und Projekten gefüllt war, was eben sehr positiv war. Dann war ich dieses Jahr zum ersten Mal tatsächlich ohne meine Familie im Urlaub, was wild war. Ich habe ja auch ein Urlaubsvideo gemacht und es war unheimlich schön. Also es war auch wild so, weil dann hat man sich so zum ersten Mal so richtig erwachsen gefühlt, sag ich mal. Ich bin ja jetzt 20, werde ja bald schon 21 und deswegen für viele ist das vielleicht auch schon spät, sag ich mal, um alleine mal in Urlaub zu fahren. Aber also für mich war es ein guter Zeitpunkt, sage ich. Wie gesagt, es war so schön. Dann haben wir tatsächlich die Sims 2 beendet. Sollte ja auch nur ein 20 Folgen Let's Play werden. Und das haben wir durchgezogen. Da haben wir ja hauptsächlich nochmal geschaut, ja, wie ist es denn so, Sims 2 heutzutage zu spielen? Man erkundet, was man halt da so hatte in dem Spiel. Und mag ich das Spiel wirklich so gerne oder ist es nur die Nostalgie? Und es ist beides, würde ich sagen. Dann habe ich ja auch einen neuen PC bekommen. Das ist die einzige Zeit in diesem Jahr, wo keine Videos kamen. Ansonsten habe ich komplett durchgezogen. Ich sag, wie es ist. Ich bin sehr stolz auf mich. Und ich habe mir den PC auch als Geschenk gegönnt, sage ich mal, nachdem ich die Abschlussprüfung geschrieben habe. Und ich würde sagen, es hat sich gelohnt. Also es ist jetzt ja schon ein unterer High-End-PC und der packt halt alles, ne? Also es ist so nice.
Also allein schon, dass ich jetzt halt eben die Kamera und das Spiel einzeln aufnehme. Es macht halt einen großen Unterschied von der Qualität. Deswegen, das ist halt auf jeden Fall ein Vorteil und ich finde das sehr, sehr cool. Und auch sonst, auch privat enttäuscht er mich eigentlich nicht. Genau, dann ist ja mein Studium gestartet. Es ist ein bisschen wild verlaufen. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon angeschnitten hatte, aber statt ein Vollzeitstudium ist es durch zu wenige Anmeldungen dann zu einem Fernstudium geworden und das gefällt mir jetzt halt nicht so. Deswegen schaue ich, ob ich vielleicht nochmal wechseln kann in eben einer anderen Fachhochschule. Aber die Sachen, die ich da gelehrt bekomme, das ist cool. Nur dieses von zu Hause arbeiten, das ist halt ein bisschen nicht so meine Welt. Brauch so diese Distanz, weil sonst ist man zu Hause und wenn das sowohl der Arbeitsplatz als auch das Zuhause ist, man hat so die ganze Zeit das Gefühl, man muss produktiv sein. Deswegen ist jetzt nicht so meine Welt. Deswegen hoffe ich, dass ich das auch irgendwie anders hinbekomme. We will see. Und da wir ja die 100 Baby Challenge abgeschlossen haben, habe ich ja daraufhin Folge Let's Play gestartet, nämlich die Runaway Teen Challenge. Und ich hatte bisher so einen Spaß mit dieser Challenge. Es ist so wild, was wir da machen. Also es ist chaotic von vorne bis hinten, aber ich liebe es auch sehr. Also ich finde, es ist ein würdiger Nachfolger. Wenn ihr da noch nicht reingeschaut habt, könnt ihr das auf jeden Fall mal tun. Ich finde es halt auch cool, dass wir dann von dem Andi-Uni-Let's Play von vor 4 Jahren oder so einfach die Charaktere genommen haben und mit denen mal spielen, weil irgendwie hat das dann noch mehr Charakter und das, I don't know, I love it. Und euch gefällt das Let's Play bisher auch sehr gut, deswegen, also das freut mich unheimlich sehr. Denn privat habe ich jetzt auch so ein paar Leute gefunden, mit denen ich regelmäßig Stardew Valley spiele. Und wenn ihr dieses Video seht, I love you. Also das sind wirklich super tolle Freunde und wir treffen uns so sehr regelmäßig schon immer noch. Obwohl wir so Anfang des Jahres, glaube ich, so angefangen haben damit. Es ist einfach sehr, sehr schön. Also ich mag es halt einfach, wenn man sich regelmäßig irgendwie trifft und irgendwas zusammen spielt. Und in Stardew Valley ist das auch immer sehr chaotic. Weil da geht es nicht darum, dass wir immer alles perfekt machen, sondern es geht darum, dass wir irgendwas wild machen. Das ist genau das, was ich brauche. Einfach ein bisschen Spaß am Freitagabend, um mal abschalten zu können. Klar haben wir uns am Anfang öfter getroffen als jetzt, aber trotzdem sehen wir uns bestimmt einmal im Monat mindestens und ich finde, das ist halt das Wichtige und ich möchte das auch nicht schleifen lassen, weil mir ist das sehr, sehr wichtig. Genau, dann habe ich auch angefangen, Shorts hochzuladen. Irgendwann im letzten Quartal des Jahres, würde ich so sagen. Und ich muss sagen, Shorts haben, glaube ich, meinen Kanal gerettet. Das Jahr über war es zwischendurch wirklich mein Kanal richtig down. Und seitdem ich Shorts gemacht habe, ist der so, wow! Also, wir haben ja dann doch noch die 500 Abos geschafft, obwohl es dann zwischendurch so aussah, als ob es wirklich, wirklich knapp werden könnte. Jetzt sind wir ja doch schon wieder deutlich drüber. Danke dafür auf jeden Fall nochmal. Da habe ich mich halt als nur in einem Community-Post mal zu geäußert. Aber ich muss sagen, es bedeutet mir einfach unheimlich viel, dass hier wirklich gerade so viele Leute hier hinfinden und den Content, den ich produziere, mögen. Weil ich meine, ich bin halt auch nur eine junge Dame, die hier irgendwie Spaß an Sims hat und das hier mit der Welt teilen möchte. Ich finde es wie jedes Jahr einfach krass, dass es überhaupt Leute gibt, die sich das hier geben. Weil ich habe jetzt nicht das höchste Selbstwertgefühl, okay? Und deswegen kann ich das immer nicht so ganz nachvollziehen, dass man mich mögen könnte. Aber ihr scheint es ja zu tun. Ich meine, ja, es gibt immer Leute, die sagen, oh, irgendwie, die ist voll nervig, die ist das. Aber ich bin hier einfach so, wie ich bin. Und es gibt ja anscheinend auch einige Leute, denen das gefällt. Und das ist immer sehr, sehr süß. Also ihr schreibt auch immer ganz tolle Sachen. Also vielen lieben Dank. Mach mich einfach sehr, sehr glücklich, okay? Und egal, ob man jetzt bewertet, kommentiert oder einfach nur schaut oder was auch immer. Es ist so, 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 so lieb, weil so, es ist keine Selbstverständlichkeit, okay? Und vor allem, es gibt ja auch einige Leute, die schon länger dabei sind, aber genauso freue ich mich eben über die neuen Leute. Und also es ist einfach schön und ich bin dankbar für jede Interaktion mit meinen Videos, weil das zeigt mir, dass die Arbeit, die ich da reinstecke, nicht umsonst ist. Weil ich meine, ich könnte das auch alles für mich machen, privat, ja? Aber da hier auch Leute Interesse daran haben, teile ich das auch gerne mit euch. Zu guter Letzt wollte ich hier anscheinend noch über Konzerte reden. Ich war auf ein paar Konzerten. Wir waren bei Baby No Money, wir waren bei One Republic und wir waren bei Nura dieses Jahr. War alles drei mega nice. Also ich bin ja eigentlich ja nicht so die krasseste Partymaus. Aber wenn ich dann auf so einem Konzert bin, ich fühle es einfach. Ich bin einfach ein glücklicher Mensch dann. Deswegen, ich freue mich auch schon
weil im kommenden Jahr wird es bestimmt auch Konzerte geben, auf die wir gehen. Das wird bestimmt auch sehr, sehr nice. Also Konzerte sind immer wieder eine coole Sache. Also im Großen und Ganzen kann ich sagen, ich glaube, dass das Jahr doch größtenteils eher positiv verlaufen ist, was sehr, sehr schön ist, gerade weil ich ja vor 2 Jahren, also 2021, dass das Jahr ja echt ein bisschen schwierig war. Da habe ich ja auch in meinem Burnout-Video drüber geredet. Ich werde euch einfach mal so ein paar Videos hier gleich in der Endcard verlinken. Wenn ihr mehr über mich als Person erfahren wollt, dann sind die vielleicht ganz gut. Und jetzt möchte ich euch nur noch mal darauf hinweisen, was erstmal so die Planung für 2024 ist. Grundsätzlich bleibt der Uploadplan derselbe. Das heißt, Mittwoch und Samstags kommt ein Video. Außer ich schaffe es nicht, bla bla, ne? Wisst ihr. Mittwochs kann alles kommen, also sowohl Let's Play als auch ein Short oder es kann auch irgendein random Video kommen, also das heißt auch Challenges oder was auch immer. Und samstags kommt eigentlich immer ein Let's Play Video, außer es steht irgendwie was Besonderes an, wie heute. Und montags kann es sein, dass da halt nochmal zusätzlich so ein Short oder sowas kommt, aber stellt euch darauf nicht ein, sondern das ist dann mal so nebenbei, wenn ich mal irgendwie einen Überschuss habe an irgendwelchen geplanten Sachen oder so. Aber das passiert eben nicht so oft. Stellt euch darauf ein, dass auf jeden Fall Mittwoch und Samstag was kommt, wie bisher eben auch. Für kommende Woche habe ich gesagt, Mittwoch, also dem 3.1., kommt ein Short online, ein Highlight-Short aus der Lucky Legacy, damit ich mehr Zeit habe für ein richtiges Video. Denn am Samstag, den 6.1., kommt dann wieder der erste Part im neuen Jahr von der Runaway Teen Challenge. Und da ich jetzt über die Feiertage und so immer nicht so viel Zeit habe, um aufzunehmen und zu schneiden und hier und jenes, wollte ich mir eben einfach nochmal ein bisschen mehr Puffer geben. Und deswegen kommt eben Mittwoch dieses Short und dann erst am Samstag ein richtiges Video, damit das alles hier entspannt vonstatten geht. Aber damit habt ihr ja auch alle kein Problem. Also bisher wart ihr ja immer super verständnisvoll bei allem. Also von daher bin ich da auch sehr, sehr dankbar, dass ihr so seid. Ich weiß, dass das bei anderen nicht immer so ist. Und ja, im Großen und Ganzen, ich bin einfach nur ganz dolle dankbar für alles, was ich hier so abbekomme, weil es ist einfach super sweet. Und ich bin einfach sehr gespannt, wie das hier weitergeht. Ich habe mir jetzt erstmal kein Ziel gesetzt für kommendes Jahr, weil ich das gar nicht einschätzen kann. Ich meine, das nächste Ziel generell ist 600, aber ob ich das jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder überübernächstes Jahr erreiche oder nie, dann ist das so. Ich setze mir jetzt ein Ziel, ich mache mir jetzt keinen Stress mehr damit. Wenn ich es erreiche, cool. Wenn nicht, dann ist es aber auch einfach so. Wichtig ist, dass alle Leute, die hier daran teilhaben, ob beim Produzieren oder beim Schauen, das Wichtigste ist der Spaß. Und solange das gegeben ist, wird das ja auch alles toll bleiben. Gut, ich glaube, das waren dann so erstmal die letzten Worte für dieses Jahr. Es ist ein bisschen wild, aber ich freue mich sehr, wenn ihr mit mir in das neue Jahr startet. Da kommt bestimmt noch einiges Tolles auf uns zu. Ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal dann wiedersehen. Bis dahin und tschüss!